Hallo Leute, ich bin Firas Schatte heute mit euch. Würde ich einfach eine kleine Geschichte erzählen und warum bin ich hier? Ich bin Firas, ich habe in Syrien Schauspieler studiert. Ich habe in meiner Heimat in Syrien alles, was möglich für den normalen Menschen. Ich habe meine Wohnung, ich habe mein Zuhause, aber leider auch in meiner Heimat gab es einen Diktator, der ist bis jetzt auch dort, und gab es auch manche Touristengruppe, und da gibt es einen Krieg. Deswegen muss ich meine Heimat verlassen und hier in Deutschland sein. Man verlässt seine Heimat nicht einfach so, sondern es gibt immer einen Grund, warum man sollte den Heimat verlassen. Und manchmal den Grund ist es groß, wie im Krieg. Und manchmal gibt es noch einen anderen Grund wie Hunger oder was es ist. Also viele Leute sagen jetzt, in Europa oder in Deutschland haben wir haben hier eine Flüchtlingskrise, aber ich finde, es ist nur einfach eine Solidaritätskrise. Wir müssen einfach die Leute helfen. Wir müssen einfach wissen, warum, dass die Leute hierher gekommen sind. Bevor dass wir die Problem hier Lösung mit den Flüchtlingen, wir müssen ihre Problem dort vor Ort auch Lösung. Und wir müssen wissen, solange dass es gibt es Länder, die Waffen produziert, die Waffen verkauft und zu Diktator geben oder zu Terrorgruppe geben, dann müssen wir in Europa mehr und mehr und mehr Flüchtlinge aufnehmen. Und es ist einfach so. Von hier gibt es etwas, die dort geschickt wurde. Und von dort gibt es Leute, die hierher kommen wollen. Es ist einfach, wie gesagt, Solidaritätskrise. Wir müssen nur einfach den anderen helfen. Und das war es. Ich danke euch und Grüße von mir. Firas Schatte.